Dieses Video ist gesponsert von Copenhagen Grooming. Copenhagen Grooming ist eine Firma, die mit ihren Produkten wie dem Hair Growth Kit und dem Beard Growth Kit Menschen hilft, ihr Haarwachstum zu verbessern und auch sogar Haarausfall zu reduzieren. Zuallererst nutzt man den Cleanser mit dem Beard Roller. Dafür nimmt man zwei Pumps und muss auch darauf achten, dass der gesamte Kopf des Beard Rollers mit dem Cleanser besprüht worden ist, damit Hautirritationen verhindert werden können. Der zweite Schritt ist es, mit dem Beard Roller die Stellen, an denen man arbeiten möchte, zu rollen. Und das 10-mal vertikal, 10-mal horizontal und 10-mal diagonal. Der dritte und letzte Schritt ist es, das Activator Serum aufzutragen. Diesen muss man jeden Tag auftragen. Dafür einfach den Activator nehmen und zwei Pumps auf die Fingerspitzen pumpen und diesen dann an den Stellen, an denen man gerollt hat, auftragen. Hair Growth Kit. Step 1. Reinige den Moon Roller mit dem Cleanser und stelle sicher, dass der gesamte Kopf der Walze getroffen worden ist. Step 2. Lokalisiere und rolle zunächst die Bereiche, an denen du arbeiten möchtest. Beginne nun damit, 20 Mal hin und her horizontal, 20 Mal hin und her vertikal und 20 Mal diagonal hin und her zu rollen. Übe leichten Druck aus. Du solltest es auf deiner Kopfhaut spüren, aber es sollte nicht wehtun. Kleiner Hinweis, der Moon Roller sollte nur jeden dritten Tag verwendet werden. Step Number 3. Trage den Activator auf die gewünschten Bereiche auf. Drücke leicht auf die Flasche, sodass du spürst, wie das Serum deine Kopfhaut erreicht. Und lass das Serum einziehen. Gehe sicher, dass der gesamte Bereich abgedeckt ist. Benutze den Activator jeden Tag, morgens oder abends, ganz wie du möchtest. Da es sich um ein Leave-In Serum handelt, solltest du es nicht auswaschen. Lass es mindestens 8 Stunden einwirken. Nutze meinen Discount-Code WhisperPresident20 und bekomme 20% auf deine Bestellung. Danke an dich fürs Zuschauen und danke an Copenhagen Grooming dafür, dass sie die ASMR-Community unterstützen. Und nun viel Spaß mit dem Video. Atmung. Und damit herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Julius oder Whisper President und willkommen zurück. Ich freue mich hier zu sein mit einem sehr stark erwarteten bzw. erhofften Video. EAFC, eigentlich FIFA 24, aber der Name wurde ja geändert, ist draußen und ich habe für euch ein Pack Opening. Ich habe 4075 FIFA Points und hier habe ich gerade ein Pack geöffnet. Ja, ich habe 5000 Points aufgeladen und irgendwie ist der erste Teil bei der Aufnahme entfallen. Das heißt, 1000
Designs sind schon weg. Naja. Ist ja auch egal. Hier sind die Packs, die ich gezogen habe. Es ist nicht live. Ich konnte es leider nicht aufnehmen gestern. Es war einfach nicht möglich. Aber ich finde es trotzdem cool, einfach ein ASMR-Video zu machen, wo EAFC im Hintergrund ist. Es ist einfach spannend und ich werde auf einfach jetzt über dieses Back-Opening sprechen und auch über generell meine Meinung über das Spiel. Werde auch mein Team nicht zeigen, aber erzählen, was ich für ein Team habe. Ich hatte das, glaube ich, in der Aufnahme nicht drin. Ja, das nächste FIFA-Video wird auf jeden Fall ein Draft. Wenn du darauf Bock hast, dann lass mich in den Kommentaren wissen. Schreib auf jeden Fall einen Kommentar, wo du einfach nur Draft sagst. Und ja, wenn das genug Leute machen, wird das Video früher kommen als sonst. So, und da dachte ich natürlich direkt Schweden, United, who could that be? Und Lindelöf, der einzige Schwede eigentlich bei United. Was ich momentan blöd finde, und ich glaube, mit der Meinung stehe ich natürlich nicht alleine, ist, dass die Frauen im Fußball auf das gleiche Level gestellt werden wie die Männer. Ich finde, und ey, ich bin wirklich ein Frauenfußball-Fan. Also meine Freundin spielt seit über 10 Jahren gefühlt im Verein. Meine beste Freundin spielt im Verein. Also ich habe da nichts gegen. Ich gucke mir gerne die Spiele an. Aber zum Beispiel wie jetzt hier. Wen haben wir da gezogen? Die Koivisto. Also ich ziehe jemanden von Liverpool und ich freue mich. Und ich denke mir so, wow, okay, ist eine Frau, von der ich erstens noch nie was gehört habe. Ich werde Frauenfußball auch online zu schauen, beziehungsweise im Fernsehen. Das mache ich vielleicht während der WM oder EM. Aber generell so die Liga zu gucken, gucke ich halt gerne bei Menschen, die ich auch wirklich kenne und gerne habe. Also ich war zum Beispiel mit meiner Freundin in Duisburg beim Länderspiel Schweden gegen Deutschland. Das war auch echt cool anzugucken. Aber der Fakt ist ja erstens, dass, weiß ich nicht, nehmen wir eine Alexandra Popp. Ich guck mal eben rein. Ich habe FIFA gerade offen auf der Playsee. So. Gehen wir auf den Transfermarkt und gucken uns mal Alexandra Popp an. Das Video hat übrigens keinen Ton. Weil alle FIFA-Lieder copyright geschützt sind. Deswegen blöd. So, Alexandra Popp hat ein Pace von 73, 87 Shooting, Passen 76, Dribbeln 82, Defending 52 und Physis 88. So. Behalten wir einfach mal die Physis 88 und die Geschwindigkeit von 73 im Kopf. So. Hier habe ich Richarlison gezogen. Finde ich auch echt blöd, dass der. Das ist so. Ja. Der wurde ja nicht downgraded, aber wenn man das letzte FIFA im Kopf hat mit seiner letzten Karte, seiner letzten Special Card, Promo Card. Naja. So, ich gehe jetzt mal hier in mein Squad und fange mit meinem linken Stürmer an. Darwin Núñez. Wer war eine Maschine, der Typ. Aber gucken wir uns mal die Stats an. So, Darwin Núñez hat 90 Pace und 85 Physis. Er ist 6 feet und 2 inches, also so groß wie ich. Und ja, er hat einfach 3 Punkte weniger Physis als Alexandra Popp.
Das heißt, in Theorie würde Alexandra Popp gegen einen 1,88, 1,87, 1,89 Inches variieren, ja. Sagen wir mal 1,89. 1,89 Darwin Nunez soll anscheinend gegen Alexandra Popp im Zweikampf verlieren. Und das macht einfach keinen Sinn. Also, das ist auch kein Hate gegenüber Frauen. Das ist übrigens jetzt gerade mein bester Backpull bisher. Also, vielleicht kommt er jetzt gleich noch mehr. Aber hier, Joshua Kimmich ist bisher der beste Backpull, den ich hatte. Und das ist traurig. aber, sorry, das ist kein Hate gegen Frauenfußball oder irgendwas in der Art. Ich hab da nichts gegen. Ganz im Gegenteil, ich guck's mir gerne an. Und ich find's auch gut, dass die ähnlich bezahlt werden sollen, gleich bezahlt werden sollen. So, das ist. Es ist einfach ein anderer Sport. Und da, zu dieser Entscheidung komme ich auch immer mit meiner Freundin. Wenn du zu einem Männerfußballspiel gehst, dann bekommst du Explosivität, Schnelligkeit, Stärke und alles drum und dran. Der männliche Körper ist halt einfach anders zusammengesetzt als der von der Frau. So, natürlich gibt es daran Ausnahmen, aber generell ist das so. Ein Frauenspiel ist langsamer. Ein Frauenspiel ist, wenn man das Ganze vergleicht, 1:1, auf jeden Fall mit weniger Aggression und weniger Wucht, weniger Explosivität. Also es ist einfach etwas anderes. Man kann nicht erwarten, ein Frauenspiel zu schauen und das zu sehen, was du bei den Männern siehst. Oder auch andersrum, du kannst kein Frauenspiel schauen. Kein Männerspiel schauen und erwarten, was du bei den Frauen siehst. Ich habe jetzt gerade kein Argument für den Frauensport. Ich meine, das Ding ist, ich mag halt die Explosivität. Ich mag das Schnelle, wie die meisten Männer. Aber es gibt bestimmt auch Menschen, die mögen es gern ruhiger. Dass man den Ball auch vernünftig sieht. Dass man die Zweikämpfe vernünftig sieht. Dass man die Skills vernünftig sieht. Und hey, dann ist Frauensport, Frauenfußball besser für dich als der Männerfußball, weil da geht es halt einfach auch manchmal sehr rund. Und das nervt mich gerade ein bisschen. Das ist einer der Gründe, was mich nervt, dass ich gegen einen Zweikampf gegen Alexandra Popp verliere. Ja, also, sorry, auch ein Bruno Fernandes, wie viel hat der in den Füßen? Ich guck mal eben. Bruno Fernandes hat 77 Physis. 77, er ist 5'10. Also gerade mal so 1,79, 1,77. Aber auch ein Bruno Fernandes mit 1,77 gewinnt gegen eine Alexandra Popp. Wie groß ist die? Ich guck nochmal eben. So, wo sind wir hier im Pack Opening? Ich bin voll am Quatschen. Ja, also wie ihr seht, ich würde euch nicht empfehlen, Packs zu ziehen. Wenn ihr Packs zieht, dann durch SBCs, Weekend League Rewards oder Division Rivals Rewards könnt ihr eh nicht noch mehr Geld. Das sind eh. Ich möchte sie nicht fluchen, aber ihr wisst genau, was ich sagen will. Pop. Wollt ihr eingeben? P.O. Da ist er doch. So, wie groß bist du denn, Frau Pop? Vielleicht überraschst du mich jetzt auch. 5'9, okay, fast gleich groß mit Bruno Fernandes, aber trotzdem kann sie doch nicht als Frau 11 Physis-Punkte mehr haben, sorry. Ey, das ist doch, es ist einfach, und das habe ich gestern auch noch erzählt, ich habe gestern noch mit Freunden drüber gesprochen, FIFA versucht so sehr, dass das Spiel realitätsgetreu ist. So dass das so echt ist wie möglich. So, wenn es
sind wir da. Ja, Madrid. Ja, Nancho. Ich habe übrigens einen Tee dabei. Falls du auch ein Getränk hast. Prost. So, wo war ich stehen geblieben? Realitätstreu. FIFA hat sich, oder EAFC, was auch immer, hat sich in den letzten Jahrzehnten, obwohl es ist mittlerweile ein Jahrzehnt, ja, 24, FIFA 14, ja, hat sich im letzten Jahrzehnt so krass entwickelt von, also es ist nicht viel passiert. Ich will jetzt EA auch nicht so viel Props geben. Es geht hier gerade nicht darum, um EA zu loben. Aber es ist der Fakt, dass sich das Jahr von Jahr zu Jahr zu Jahr zu Jahr zu Jahr zu Jahr zu Jahr verbessert hat. In der Realität, in wie realistisch das Spiel aussieht. In wie realistisch das Spiel sich anfühlt. Und das ist ja jetzt mit den Frauen mal ein richtiger Schritt zurück. Sorry. Aber Gleichberechtigung, ja, gleich Equal Pay. Ja, in der perfekten Welt würde ich das denen gönnen, auf jeden Fall. Gucken ist viel, darum geht's nicht. Aber, sorry, ich gehe die ganze Zeit off-topic, aber ich bin ja auch dafür, dass Frauenfußball mehr gezeigt wird. Es ist interessant. Es ist auf andere Weise interessant. Wie gesagt, man kann es nicht vergleichen. Aber von EA jetzt einfach die ganzen Frauen mit in das Ultimate Team zu würfeln, no. Falsche Entscheidung. Die hätten erstmal zwei verschiedene Ultimate Teams haben sollen. Eins für Frauen, eins für Männer. Gucken, wie das wirkt. Vielleicht auch mal die Community fragen. Es nervt einfach. Es nervt. Vor allem, das ist ein nächster Punkt, warum es nervt, ist, es gibt jetzt so viel mehr Spieler, dass die Wahrscheinlichkeit, dass man einen guten Spieler zieht oder eine gute Spielerin, sowas von extrem gesunken ist. Also, jetzt kann man so viele andere Spieler spielen, die man gar nicht haben will. Ein positiver Punkt, den man nicht sagen muss, ist, es ist einfacher, SBCs zu machen. SBCs sind einfacher geworden. Das ist so. Aber, ja. Ja. Das ist ein Thema für sich. Da werden wir, glaube ich, auch nochmal drauf zurückkommen. Und, ja, jetzt ziehe ich noch ein 1,5K-Pack. Und dann, was laber ich da? 1,5K, 150-Points-Pack. Und danach gibt es das Hybrid League SBC mit, ich glaube, einem 20, hatte ich so hier, Genie 82, also sorry. Keine Ahnung, nervt mich einfach. So, dann kommt, glaube ich, gleich auf jeden Fall ein 50k-Pack und auf jeden Fall ein 100k-Pack. Ich weiß nicht genau, ob noch ein 25k oder so, aber naja. Das waren auf jeden Fall die Packs. Sehr ernüchternd, sehr ernüchternd. Und jetzt geht's zu den SBC-Packs. Jetzt gleich irgendwann. Ich weiß nicht genau, was hier los ist. Warte, ich guck mal eben nach. Anscheinend müssen wir noch kurz warten. Ich editiere das eben weg. Machen wir mal hier. Skippen wir mal einfach. Obwohl, hier ist mein Team. Mal bleiben wir doch da. Oh nein, was passiert hier? Naja, ich verkaufe die ja auch die ganze Zeit. Das ist echt, das ist, wo mein Bein ist eingeschlafen. Es ist auf jeden Fall immer wichtig, seinen Verein auszusortieren. Vor allem am Anfang von FIFA. Alle
jetzt schon hast, die du verkaufen kannst und du dein Team auch nur mit einem Spieler aufbessern könntest, der, weiß ich nicht, 3, 4, 5.000 mehr wert ist, das lohnt sich auf jeden Fall. Also vor allem am Anfang von FIFA. So, da haben wir doch den Clip mit den SBC-Packs. So, und das ist dann das Ende des Squad-Building für die SBC. Hier, ein Rare Gold Pack. Und jetzt kriegen wir hier ein Jumbo Rare Players Pack. Richtig nice. Das so bringt. Ich weiß gar nicht, was das ist. Was ist ein 25k-Pack? Ich glaube schon. LM Juventus. Und es ist Kostic, der auch eigentlich nichts mehr kostet. Vielleicht 1500 oder so. Und ein auch Abstoß in Form. Also es nervt wirklich. Also Packlack habe ich dieses Jahr nicht. Kollege von mir, der Sven, den man auch immer in den Fortnite-Videos mit mir Duos spielt, der hat einfach in seinem ersten Vorschau-Pack, seinem Preview-Pack, einfach Son von Tottenham gezogen. Einfach ein 80k-Spieler in einem, mit einem Vorschau-Pack. Mein Backlog ist auf jeden Fall noch nicht vorhanden. Ich hoffe, es kommt noch rein. Aber Sven hat auch einen neuen Account erstellt. Die neue Account-Theorie. Das sind die 50k-Packs. 50 und 100k. So. Und das 50k-Pack gibt mir Portugal, Cam, Manchester United, Bruno Fernandes. 88er. Walkout. Bis dahin mein bester Backboy. Bester Backboy. Backboy. So, wer ist da noch drin? No one. No one whatsoever. Was ist denn jetzt noch der Bruno Fernandes? Guck mal, immer fut bin. Bruno. Sein. Es ist Wirtz, ein 85er in einem 100k-Pack. Also wirklich frech. Naja, macht weiterhin trotzdem SBCs. Keine FIFA-Points aufladen. Das war das Video. Ich danke dir fürs Zuschauen. Falls du mehr FIFA oder EAFC 24 Content haben möchtest, sag es mir in den Kommentaren. Und
und ich wünsche dir eine restliche schöne Woche oder einen guten Start in die Woche, je nachdem, wann du das Video schaust. Und ja, ich verabschiede mich. Bis nächsten Mittwoch. Und